Herzlich willkommen zur Regionalberatung Niedersachsen. Wir befinden uns hier auf einem Zuckerrübenschlag. Wir sehen im Augenblick sehr wechselhafte Witterung. Wir haben immer wieder Niederschläge, aber auch trockene Phasen. Was gilt es hier zu beachten? Herr Volker, wichtig ist, dass wir den Blattapparat der Zuckerrübe jetzt gesund erhalten. Gesund erhalten? Über welche Krankheiten sprechen wir dann? Die Hauptkrankheiten sind dann Cercospora, Ramularia, Rübenrost und auch Mehltau. Du hattest gerade angesprochen, die vier wichtigsten Krankheiten. Haben wir eine Möglichkeit, diese vier Krankheiten sicher in den Griff zu kriegen? Ja, wir bekommen die Krankheiten sicher in den Griff mit dem Diadem. Diadem ist ja jetzt neu zugelassen. Und sobald die Befallshäufigkeit im Bestand überschritten ist, ist es sinnvoll, hier mit einem Liter pro Hektar in die Behandlung reinzugehen. Diadem als neu zugelassenes Produkt. Was verbirgt sich dahinter, hinter dem Diadem? Hinter Diadem verbirgt sich der Revisol-Wirkstoff und der Zemium-Wirkstoff. Und beide zusammen in einer wunderbaren Formulierung, die angepasst ist an den Blattapparat der Zuckerrübe. Das heißt also zwei neue Bausteine, um hier die Krankheit in den Griff zu kriegen und somit natürlich auch eine breite Wirkung zu erzielen. Genau, eine breite Wirkung, kurativ wie protektiv. BASF. We create chemistry.